Ja, Einleitung, los geht's. Nee, Quatsch. Bist du soweit? Cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer es ist oder wann wir die hochladen, deswegen sage ich jetzt keine Nummern mehr. Dann kann man die wenigstens egal in welcher random Linie hochladen. Das habe ich eigentlich bei Podcasts auch immer so gemacht und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Deswegen lassen wir das jetzt auch. Heute seht ihr allerdings nicht viel von mir. Ich bin gerade dabei, vielleicht kommt der Micha, ist übrigens heute hinter der Kamera. Kannst du ihm nicken, Micha, oder Hallo sagen? Ich glaube, man hört ihn so ein ganz kleines bisschen. Ja. Den habt ihr auch schon kennengelernt. Der hat ja auch schon. Micha, welche Videos hast du jetzt schon gemacht? Letztens das vom. Das müssen wir mal hochladen von unserer Weihnachtsfeier hier. Das war ganz witzig. Ja. Das müssen wir mal hochladen, tatsächlich, bei uns auf dem Kanal. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin hier heute dabei, mein Kaltluftsystem. Ja, es ist jetzt eine. Nee, nicht ganz, nicht mal eine Woche. Ein paar Tage noch vor dem Termin bei Debilas. Und ich habe noch zwei, drei Sachen zu machen und will für die Bilas da schon mal die Domstrebe und so wegbauen. Deswegen, das mache ich jetzt. Was aber gähnend langweilig ist, weil sich so viele gewünscht haben, dass die liebe Pilar... Hallo. Endlich ihre Wasserpumpe wieder einbaut. Wir sind übrigens heute ja an den Punkt gekommen, an dem du jetzt eine neue Wasserpumpe bestellt hast. Yeah. Und immer noch die falsche hast. Ja, komm, wir zeigen das mal den Leuten. Ich wollte das aber gleich machen. Ach so, das, okay, die Pilar macht das gleich. Die Pilar ist jetzt... Ich übergebe. Tschüss. Also, wir haben die Wasserpumpe ja schon ausgebaut. Momentan sieht es so aus. Ja. Und dementsprechend werden wir jetzt die neue gleich einbauen. Ganz kurz, ich habe mein Mikro ausgemacht, damit ihr mich nicht atmen hört da hinten. Wenn ihr rüberkommt, sagt bitte vorher Bescheid, damit ich das Mikro wieder anmache. Das machen wir. Kriegen wir hin. Authentisch. Dann komm mal mit. So, alte Wasserpumpe, original von 1994. Und das hier war die neue Wasserpumpe mit einem Kunststoffrad, wo ich dann unzufrieden war, weil ich die 3 Monate lang rumzuliegen hatte, aber nie aufgemacht habe und dann bemerkt habe, ich wollte ja eigentlich ein Alugussrad. So, gesagt, getan, neue bestellt. Und ich weiß nicht wieso, aber anscheinend bin ich unfähig, richtige Sachen zu bestellen. Jetzt ist es eine mit Blech. Als Rad. Und dann haben wir jetzt gerade nochmal drüber gesprochen und haben gesagt, wir nehmen lieber die mit Kunststoff neu, weil hier das Ganze irgendwie jetzt von der Verarbeitung nicht so ist, dass ich sage, das möchte ich gern verbauen. Einfach bauchgefühlmäßig, das ist nicht so cool. Und ja, dementsprechend verbauen wir die Kunststoff, von der wir eigentlich abgeraten haben, weshalb ich mir auch eigentlich eine neue einbauen wollte, um nicht mehr sowas zu haben wie die Originale. Gut, dann machen wir es jetzt doch so, aber dann weiß ich wenigstens, was verbaut ist. Dann starten wir aber erstmal und werden ein bisschen das Ganze nochmal abschleifen, weil wir die ein bisschen rausprügeln mussten, die alte Wasserpumpe. Und wir jetzt ein paar Macken da drin haben und ich das gerade einmal abschleife. Erstmal hier den ganzen Kram rausholen, den ich da reingemacht hatte, um hier nicht noch mehr Flecken zu machen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dampf schleift. Und ich verzweifle. Guck dir das an. Ja, ich weiß ja, wenn ich jetzt Montag zu der Bilas fahre und ich Montag Zeit hätte, aber ich liefere das Auto sonntags da ab, dann könnte ich die fragen, wie die sich das gedacht haben. Ich habe mir ja das Flowmaster-System da gekauft. Bin da auch sehr happy mit, muss ich sagen. Sehr geiler, ist ein BMC-Filter drin. Macht auch eine gute Soundkulisse, hat das beim M2, also beim weißen IS schon gemacht. Allerdings habe ich das Problem, das kommt mal mit, wenn man jetzt hier die Luftführung vom originalen Luftmengenmesser nicht hat, hier ist eine Befestigung, die mir schon nicht ganz so gut gefällt, weil die halt eigentlich auf Blech geht. Sieht man das? Kannst du das da mitnehmen? Das macht man hier unten am Radkasten so ein bisschen fest. Ich habe da so einen Gummipuffer dazwischen gemacht, damit es mir da nicht den Radkasten verbiegt, so gesehen. Aber alles so im Rahmen des Möglichen. Vielleicht habe ich auch nicht 100% korrekt installiert, aber das ist halt eben mein Problem, weil ich gerade nicht weiß, wie das rankommt. Weil ich versuche natürlich, das hier ist das Original, der Original-Schnüffulator, der hier vorne rankommt, der auch wirklich, guck mal, zack, supergeil passt, womit du im Prinzip dann hinter den Nieren hier
deine Kaltluft ansaugst. Damit du auch nicht, das Ding hier so offen, klingt natürlich geiler, aber hast du das hier im Motorraum hängen, Warmluft ansaugst. Und das hier kommt so hier rein. Pass auf, ich halte euch das mal da so rein, wie ich mir das so gedacht habe oder vorstelle. Ich glaube, ja, so ungefähr. Beziehungsweise, ja, da fängt es nämlich schon an. Das hier müsste eigentlich so da rein. Und dann, warte, ich muss das hier mal gleich abmachen, Michael. Komm noch mal gleich rein, dann habe ich den Gummimuff da ab und dann zeige ich euch mal genau, was ich da meine, ja? A few moments later. So, jetzt könnt ihr mit hier reingucken und dann könnt ihr sehen, eigentlich kann das hier so perfekt hier rein, aber ich lande gefühlt hier irgendwie einen ganzen Zentimeter neben dem Teil und formtechnisch halt ganz anders, als das hier ans Anschlussrohr kommt. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich mache ein bisschen so, so, so und mache hier jetzt einen ganz engen Knick rein. Also da muss ja schon fast, wie viel sind das, Micha? 35, 40 Grad hier? Schon. Die da rein müssten. Aber dann habe ich ja trotzdem nicht das Ding hier getroffen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich schaff's nicht. Also ich bohre doch nicht einfach jetzt hier ein Loch in mein Auto rein, nur um das Ding da halt richtig auszurichten. Oh, das nervt mich ein bisschen. Weil ich hatte halt schon andere Sachen überlegt, ob ich es halt einfach andersrum anbaue und ohne das Ding benutze und halt so rum reinhänge. Dann passt es auch, so in der Art. Aber rein theoretisch ziehe ich ja dann Warmluft. Zwar jetzt nicht direkt aus dem Motor, aber von hier ist halt auch nicht kühler. Und damit struggle ich gerade so ein bisschen. That's the problem. Weil hier nichts Luftmengenmesser, weil Alpha N. Jo. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich das Kind hier schaukeln soll, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, wie weit Pilar da hinten ist, ne? Aber ich glaube, die kommt heute weiter als ich, glaube ich. Ja, und Domstreben muss noch weg. Ich will den Jungs noch das Kabel ins Steuergerät direkt reinlegen, weil ich habe ja eigentlich eins mit Bluetooth-Anbindung. Aber ich lege dir das Kabel rein, weil ich glaube, wenn du da auf dem Prüfstand bist und da Volllast gibst, Bluetooth ist da nicht so, ne? Nicht, dass das irgendwie zu spät reagiert. Ich wollte eigentlich mit dem mal telefonieren. Vielleicht rufe ich da morgen auch mal an, ob die das wirklich brauchen oder ob die sagen, ey, Bluetooth reicht uns. Dann brauche ich da hinten die Box gar nicht mehr aufzumachen. Ja, aber ich muss mich hier um den Mist kümmern. Das ist echt nervig. Gerade wenn jetzt da Prüfstandslauf ist oder so, willst du ja keine Warmluft haben. Aber ansonsten bin ich da sehr gespannt drauf. Ich hatte auch überlegt, ob wir einen kleinen Vlog machen oder ich hole euch mit dem Handy vielleicht mit, wenn wir das Auto da hinliefern. Da wird ja keiner da sein. Das ist halt auf den Sonntag, weil ich Montag halt keine Zeit habe. Achso. Wir werden ja Sonntag dahin fahren. Das heißt, es ist wahrscheinlich keiner da von den Bielers. Aber Dienstag bei der Abholung. Da kann ich euch so auf die erste Fahrt, auf die ersten Meter, wahrscheinlich mit dem Handy mitnehmen. Mal gucken, wer mich dahin fährt. Habe ich noch gar nicht gefragt. Vielleicht muss ich mal gleich in meine beliebte WhatsApp-Gruppe schreiben, ob mich mal Dienstag irgendjemand Nachmittag nach Rödermark fahren kann zu den Bielers. Ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Auch Nockenwellen und so. Es dauert nur einen Tag tatsächlich. Tatsächlich, die Abstimmung mit dem Original-EPROM hätte nur 3 Stunden gedauert, Micha. Ist krass, oder? 3 Stunden, aber mit KDFI dann bist du bei 6 Stunden. Ich bin gespannt. Kann nur gut werden. Naja, für 20 PS nachher tausende Euro hingelegt. Aber so ist das nun mal einfach. Wir machen es uns ja. Saugertuning ist toll. Wir machen es uns hier nicht einfach. Wir machen ja den geilen Stuff. Ich, Turbo. Hab das jetzt letztens wieder irgendwie so mir angeguckt und muss sagen, so, ja, Turbo ist natürlich geil mit Leistung und sowas. Aber das ist auch der Grund, warum ich mich so irgendwie so asiatische Autos irgendwie gar nicht kicken. Obwohl so ein VTEC-Motor, ein reiner Sauger, auch geil ist. Ja. Ich muss mal hier weitermachen, Leute, sonst werden wir heute hier nicht mehr fertig. Nicht auf. Das geht nicht auf. Das ist bestimmt voll verschmiert. Super. Ja, geht nicht. Du weißt, dass es reinkommt, ne? Ja, ich weiß das. Der Micha hat mir das aufgemacht. Und da ich jetzt immer, weil ich ein Fingermensch bin, ich kann nichts mit Handschuhen also machen oder mit einem Tuch, heißt, wir schmieren das jetzt da drauf. Und dann mache ich mir die Finger danach sauber. So, das ist einmal zum Abdichten, habe ich mir sagen lassen. Meine Finger sind zu dick dafür. Ich habe Fettfinger. Liebe Grüße an den Mario. Der Mario fettfingert auch manchmal. Ich glaube, ich hole doch lieber einen Pinsel. Geht irgendwie besser, glaube ich. Ich gehe mal einen Pinsel holen. Nein, ich gehe einen Pinsel holen. Kein Pinsel gefunden, aber ein Q-Tip. Schön, wenn der Timo Frauensachen in der Halle hat.
Und ja, das geht bestimmt auch detaillierter und detailverliebter und ein bisschen ordentlicher, aber bin leider nicht der Typ Mensch dafür. Es tut mir sehr leid. Ich kann keine Detailarbeit. Das müssen andere Menschen machen. So. Schrauben liegen hier. Dann wandern wir mal rüber. Darf ich einen Hammer holen und draufschlagen? Ja, du holst keinen Hammer. Nee, die will aber nicht draufgehen. Die hängt an der Dichtung. Naja, soll ja auch dicht sein. Nee, habe nicht genug Kraft dafür. Das hier geht noch nicht drauf. Lass mich verarschen. Lass mich gleich eh wieder aus dafür. Hallo, guten Tag. Willkommen bei Timos. Timo hat wieder in China bestellt. Nee, habt ihr sowas schon mal gesehen? Erdduster? Ich will mal gucken, ob ich damit tatsächlich das Auto vielleicht sogar getrocknet kriege, weil das habe ich als Tipp bekommen. Kennst du das so Big Boy Blow Dryer? Habe ich in München kennengelernt. Da gab es das an der Aral-Tankstelle zum Münzen einschmeißen. Boah, wenn es das hier gäbe. Leute, wer einen Waschpark besitzt, Waschpark Kruft, bitte, 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 wenn ihr das hier hört, macht so ein Ding, wo man Münzen reinschmeißt und damit so einen großen Föhn übers Auto gehen kann. Ich liebe das. Aber zu meinem Kaltluftproblem. Ich habe nicht viel so da drauf gesetzt. Und wenn ich so Kaltluftschlauch. Ach hier, wir haben übrigens. Ich hab mir ein bisschen Schrauberunterstützung mitgebracht. Da ist einer, der liebe Scotty. Und die meisten denken, wir haben ja nur einen Hund. Wir haben auch tatsächlich nur einen. Der Scotty ist uns. Ja? Und dann haben wir noch den Dauergast, den lieben Fred. Fred, komm mal her. Das ist der gechillteste Typ, den ich kenne. Der auch schon in der Transition vom Micha drin vorkam. Der auch immer in die Kamera rennt. Der immer in die Kamera rennt, der schnuppert immer in die Kamera rein. Aber jetzt guck dir das mal an. Pili, guck mal, hast du das hier schon mal gesehen? Nein. Schnell Mikro anmachen. Ich hatte ehrlich, das Mikro leider gerade an. Das ist deshalb total weird. Was ist das? Wow. Ist das verrückt? Ist das verrückt? Genau das hatte ich bei meinem Fiesta. Vom offenen Luftfilter bis unten die Stoßstange reingelegt. Allerdings, das sieht so aus, so ein Aluzeug. Das ist total geil und das bleibt auch so. Ja. Na, warte! Ich glaube, das so ich das. Ein Herzchen oder was? Ja, das ist nicht ganz ein Herz. Das ist ein Herz. Bitte schön, viel Spaß. Ey Leute, mir hat übrigens jemand geschrieben, aber wahrscheinlich ist das echt fies laut am Mikrofon. Ne? Warte, ich mach mal einmal schnell noch. Und dann gucken wir mal, ob wir das benutzen können. Weil das war auch tatsächlich nicht billig. Das hier hat Amazon 30 Euro. So ein Stück Scheißrohr, so muss man sagen. Uns haben die Leute geschrieben auf die Vlogs, Kinder, ihr braucht gute Thumbnails. Wir müssen Micha nachher dran denken, gute Thumbnails zu machen. Für jemand, der weiß nicht, was das ist, ist das das Video-Vorschaubild. Weil ich nehme da einfach immer irgendwas. Wir haben es bis jetzt echt oft, bis auf einmal, glaube ich, vergessen. Und selbst das, was ich dann gemacht habe im iPhone, war nicht gut. So, ich probiere das jetzt mal weiter. Und hier, Pilar, wie weit ist die? Ich war ja kurz weg mal. Wie weit ist sie jetzt gekommen? Oh, das sieht auf jeden Fall schon sehr professionell aus hier unten. Man muss das halt bei Wasserpumpe. Bist du die auch gleichmäßig am Anziehen, Pilar? Ja. Das ist halt immer super wichtig. Die ist, ne? Aber immer noch nicht reinge. Also es hat nicht dieses Flupp gegeben, was du sagst. Ja, das ist, ne? Schön nach und nach. Also ja, lass dir schön Zeit dafür, ne? Irgendwann macht das Flupp. Ja, aber die ist ja fast drin. Die sitzt jetzt eigentlich. Du merkst einfach, wenn die ansitzt, sitzt die an. Das muss nicht immer Flupp machen. Oh, Timo! Ich geh mal schnell hier Kaltluftprobleme lösen. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Freddy, was geht hier so? So, nachdem wir hier mit meiner, weil ich so viel Geduld habe, das hier mal anziehen und die jetzt gleich sitzt. Und es hat nicht Flupp gemacht. Du siehst gar nichts, ne? Okay. Lieblingsarbeit hier. Ja, also sitzt drin. Sieht so aus. Sexy. So. Spannrolle wieder drauf. Und dann, hilfst du mir? Ja, ne, du bist der beste Helfer. Und dann kommt der Keilriemen wieder drauf. Ich versuche den Hutschig, es tut mir voll leid. Und dann kommt der Kühler wieder rein, weil den durfte ich bei meinem Auto ja ausbauen. Der Timo kann das bei seinem Vierzylinder ja ohne. Was soll ich machen? Nix. Den fehlen ja auch zwei. Du hast eine Schraube verloren. Ja, ist nicht schlimm. Ich wollte erstmal gucken, ob mein Mikrofon an ist. Ich verliere gerne Schrauben. Erklärt einiges. Bei mir von mir? Ja. Ich muss mal hinter dir vorbeigehen. Nicht.
Meine Haare sind im Bild. Ich kann die auch einfach zur anderen Seite machen. Jetzt siehst du trotzdem nichts, weil meine Hand davor ist, die das festhält. Was machen? Ich lasse doch leider nicht hin, wie du das, wie es für dich schöner wäre. Treffe ich überhaupt? Wie macht sich denn die Pilli so im Vlog? Ich rede weniger als du. Was? Ich rede weniger als du. Hochkonzentration. Nee, ich bin halt einfach keine Labertasche. Erzähl doch mal ein bisschen, was tust du gerade? Ich schraub die Schrauben hier fest. Bin froh, wenn ich hier mal Zucht drauf krieg. Und jetzt habe ich aber, das Blöde ist, jetzt habe ich die drei fest. Jetzt muss ich mich um das Auto legen, die vierte zu suchen, die ich ja gerade fallen gelassen habe. Heißt, das Problem von, ja, das ist ja jetzt gerade nicht. Oh, wie schön. Oh, der Micha ist so ein Schatz, der findet Sachen. Ich hey, Pili, ich brauch dich mal gerade. Herr Timo braucht mich. Ich leg die Schraube jetzt hier hin, wir gehen mal gucken, was der Timo mich braucht. Der beste Hund. Guck mal, der Fred kommt direkt mit. Der braucht uns. Der wird auch immer gebraucht. Moralische Unterstützung. Wie kann ich helfen? Oh, hab ich Mikro an? Ja, hab ich. Alter, ihr seid die ganze Zeit mich am Mithören. Ich habe hier ganz schön geflucht, so im Stillen leise. Aber ja, man muss die Audiospur wahrscheinlich auch killen. Also dann einfach. Aber das geht. Ja, wofür ich dich brauche, ist einfach, kannst du das hier gerade mal so randrücken? Oder du schraubst hier die gerade mal fest. Mann, mach das hier. Ich schraub das fest. Schraub das da mal so fest. Ich drück das hier mal gerade kurz zusammen, damit das auch schön auf Spannung ist. Es geht mir echt auf die Nuss, ne? Dass ich das hier nicht so richtig gelöst krieg, weil schön ist das nicht. Ich krieg bestimmt Schimpfe von den Bielers. Schön. Ja, reicht. Das hat schon einer tot gedreht da. Ja, ich dreh mich da nicht dran tot. Muss ja fest. Schön ist es. Also es wäre geil, wenn das so klappen würde, aber wie kriege ich da Kaltluft hin? Und dann ist das immer noch so, weißt du, das muss ja schon fast hier so ein Schäufelchen sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Was aber ich da dran machen? Wir können was mit einem 3D-Drucker. Der Mario kann was mit einem 3D-Drucker machen. Ja, der hat keinen 3D-Drucker mehr. Ach so, hat, ein lieber Podcast-Hörer oder beziehungsweise Instagram-Follower hat mir heute schon geschrieben, ich guck mal, ob ich da was drucken kann. Aber ja, das ist halt alles so ein bisschen. Ja, ich habe ja gesagt. Das flexible Rohr. Ja, aber das ist. Ja, aber du müsstest ja eigentlich. Ich müsste da rein. Um da vorne hinzukommen. Aber das hier ist halt so eine scheiß Stelle irgendwie. Ja, gut. Ich könnte. Ist das so biegen, dass es in die Stoßstangenfleisch reingeht? Ich könnte das rein theoretisch. Ja. Vielleicht muss ich das gerade nochmal abmachen. Nein. Es tut mir leid, wir kommen nicht mehr zu meiner Wasserpumpe. Geht wieder zu eurer Wasserpumpe und macht da weiter. Das hier ist nicht so wichtig. Also ich muss dir erstmal die Riemenscheibe noch richtig rum anbringen, weil der Michael mich da netterweise darauf hingewiesen hat, dass die falsch rum eventuell ist, weil der Keilriemen da nicht so richtig rumkam. Also, geschüsselt ist ja gar nicht, nur ja. Riemenscheibe geschüsselt eher weniger. Ich wollte es mal ausprobieren. Passt nicht. Ich habe ja auch nicht das Foto vom Keilriemen, wo die Riemenscheibe natürlich andersrum drauf ist. Deshalb Gedanken zum, was ich beim Schrauben so mache, überhaupt das richtig zu machen. Ein Zahnriemen, oder? Ja, das ist ein Zahnriemen. Eigentlich. Siehst du, der Zähne hat? Sagt man eher. Ja, nee, weiß ich nicht. Wie sagt man eigentlich? Ein Riemen einfach. Keilrippenriemen. Keilrippenriemen, richtig. Kleine Verlängerung rettet Leben in so einem Fall. Ja, aber ich habe gerade, wo ist meine kleine Verlängerung? Kurz, wie stramm es ist bei dem Auto? Oh, geht aber. Oh, ist ein bisschen rusty, ey. Meine kleine Verlängerung ist abhanden gekommen. Hast ja, gut, schon? Ich kann es aber auf jeden Fall so entspannen. Ja, aber wir kommen so einfach, halt nicht einfach weiter. Ziehst du einfach nach oben, so gleich. Okay, ja. Kriegst du ja hin, ist nicht so. Ist nicht so hart. Also, nachdem der Micha mir geholfen hat, netterweise, den Keilriemen dran zu machen, weil wir den Timo nicht weiter nerven wollten, und wir rausgefunden haben, wie rum, weil das Bildspiegel verkehrt war von mir, sitzt das jetzt. Heißt, jetzt kommt der Kühler rein. Ist alles wieder fertig. Kühler kommt rein, wieder festmachen und dann kommen wir langsam zum Ende, nach 12.000 Stunden hier. Ein lieber Kühler mit E-Lüfter und den Dings hole ich gleich. Da weiß ich jetzt zum Glück auch, wie rum er reingehört. Den habe ich nicht zum ersten Mal in der Hand. Oh, gleich kommen wir zu meiner Lieblingsaufgabe. Die blöden Dinger da wieder reinmachen.
Kriege ich immer die Krise. Ach Gott. Dann gehen wir mal gerade einen Schraubenzieher holen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier die zwei lieben Teile, die haben nämlich, die sitzen ja sehr fest leider, sind sehr starr, ob ich die da wieder reinkriege. Oder ob ich mir vom Timo da gleich schon mal Hilfe holen darf. Das andere ging so easy. Oh. Oh, Gott sei Dank. Es sitzt. Nummer zwei. Die Nummer drei gleich. Noch den E-Lüfter anstecken, das darf ich nicht vergessen. Weil ich habe ja keinen Visco mehr. Sonst sehe ich das nächste Mal alt aus, wenn ich damit fahre. Machen das zuerst, dann vergesse ich es gar nicht. Klack, fest. So, dann kommt noch der Stecker vom E-Lüfter für die Temperatur, für den Temperaturfühler dran. Im Endeffekt habe ich die zwei Penüpel mit einem Originalstecker festgemacht, weil die sind mir vorher immer rausgefallen und darauf hatte ich wenig Lust irgendwann. Ich mag mein Auto ganz gerne, wenn es gekühlt ist oder wenn es ordentlich gekühlt ist. So. Den wieder richtig rum drauf und dann geht es weiter. Das ist aber falsch, was ich hier fabriziere. Hä? Kann nicht sein. Doch. Einfach so. Fertig. Manchmal macht man sich einfach viel zu viele Gedanken um irgendwas. So, Schellen anziehen und noch die Abslassschraube vom Wasser wieder drauf. Und dann kann da wieder Wasser rein. Und dann entlüften wir den ganzen Spaß nochmal, weil ich das ja so selten mache. Das willst du gar nicht filmen, was hier abgeht. Ich hasse es so sehr, ey. Ich hasse das. Also irgendwer hat sich irgendwas dabei gedacht, aber das da ist der einzige Weg, wie ich es richtig schön, also schön festkriege. Ich müsste sonst irgendwie, keine Ahnung, eine Verrohrung da bauen, also die wirklich so, weißt du, hier oben irgendwie hergeschnörkelt geht. Das hier ist der originale Halter, der von De Bielers geliefert wurde. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das Einzige, was da wirklich gepasst hat damals oder wie das richtig geil gepasst hat, war halt mit dem originalen Luftmengenmesser. Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich sagen, okay, dann müsst ihr wahrscheinlich ein anderes Flowmaster-System kaufen, weil, wenn du mal hier oben drauf filmen magst, Micha, mein Flowmaster-System hat ja hier einen Abgang. Also, ich nehme euch das mal gerade raus, dann sieht man es besser. Genau. Ich habe ja hier so einen Abgang und es gibt das hier, die Seite, nochmal mit genau derselben Form. Also, ne, dass dann hier so die Tröte rauskommt, so gesehen. Und das wäre wahrscheinlich besser für mich, weil, kann man sich ja denken, ne, wenn ich das hier so reinmache und die Tröte wäre in die Richtung, könnte ich easy peasy hier einfach einen Kaltluftschlauch dran anschließen oder so. Aber dadurch, dass es halt in eine Flachrichtung geht, richtig scheiße. Tja, und wenn ich das halt so hier reinmache, wie ich jetzt mache, ziehe ich halt zwangsläufig warme Luft aus dem Motorraum. Und das kann ja nicht sinngemäß sein, ne? Oder sollte ja nicht sinngemäß sein, glaube ich. Eigentlich nicht, ne. Sonst kommt Frischluft dran. Tja, meine Frage ist jetzt, reicht's, wenn ich jetzt hier einen Schlauch hinlege, der von hier aus hier einfach Luft hin befördert? Reicht der eigentlich, oder? Oder muss das geschlossen sein? Kein Mikro, ne? Nö, nee, brauchst du auch nicht. Jo. Scheiß tiefe Karren. Ja, jetzt lesen Sie mal richtig Fahrzeuge. Leg die tief, haben sie gesagt. Der ist ja an sich nicht so tief, aber der hat die Winterfelgen, ne? Von Timo die OZ drauf und mit Semis drauf. Ja, die, gut, die Semis sind runter, also. Du musst das schon so weit auffüllen, dass da Wasser rauskommt da oben an der Stelle, weißt du? Das ist das patentierte Entlüftungssystem à la Clemens. Das hat er uns mal damals gezeigt. Mikro ist an, müsste an sein. Ja, ist an. Man hat das Problem, ja, dass das hier nicht der höchste Punkt im Kühlersystem ist, sondern das ist eigentlich hier irgendwo oder beziehungsweise... Nee, da hinten sogar. Das ist ja das Problem, dass das im Wärmetauscher sitzt, genau. Deswegen muss man halt...
das immer so nachfüllen, damit er überhaupt die Luft rausdrückt. Genau, damit er so die Luft rausdrückt. Heizung auf volle Pulle. Genau, jetzt kommt Wasser raus. Jetzt sieht man aber hier noch so ein paar Bläschen rauskommen. Und jetzt muss man das System anmachen. Und dann setzt man das halt so im Prinzip, setzt ihr mit der Höhe der Wassersäule das System ein bisschen unter Druck. Ist auch mal sehr clever, bei so einem heißen Bauteil so einen kleinen Schraubendreher zu nehmen. Und, ist immer sehr clever, beim Motorstart Sachen auf dem Auto drauf liegen zu lassen. Jetzt muss man ihn einmal warm laufen lassen. Ne? Jetzt muss man halt einmal das Thermostat geöffnet haben. Das heißt, der braucht jetzt einmal seine 90 Grad ungefähr. 70 Grad, wenn das Thermostat öffnet. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann füllt man nachher halt im Prinzip einfach weiter auf und wartet, bis hier keine Blasen mehr rauskommen. Weil wenn das Thermostat und alles geöffnet ist, habt ihr das ganze System, das hier ist der höchste Punkt, das setzt das ganze System unter Druck, professionelle Geräte, da könnt ihr hier oben einfach so ein Teil anschließen und setzt das System unter Druck und dann spulen die euch hier halt jedes Luftbläschen sofort raus. Ne? Wasserpumpe durch. Sag's. So, da das noch ein bisschen dauert und wir euch da nicht mitnehmen müssen die ganze Zeit und ich da nachher nur noch die Verkleidung wieder drauf räumen muss, wobei ich das heute glaube ich auch nicht mehr machen werde, verabschiede ich mich hiermit. Timo, sag mal tschüss. Tschüss. Und viel Spaß beim Gucken. Bis zum nächsten Mal. Das hast du schön gemacht. Ja, ich weiß.